Meine Damen und Herren, zunächst herzlichen Dank für die erneute Einladung, nach Dresden zu kommen, nach Sachsen, speziell hier nach Radebeul. Ich habe in guter Erinnerung zwei ganz junge Ereignisse, die jedes Mal mit Stanislav Tillich in Verbindung stehen, meinem Roommate aus dem Straßburger Parlament. Ich habe ihn damals aufgenommen, die meisten von Ihnen wissen das, er war asylberechtigt bei mir. Einmal deinen 60. Geburtstag, aber auch die Überreichung des Ehrenpreises der Vereinigung der Sächsischen Wirtschaft für deine Verdienste um den Freistaat Sachsen. Und ich bin heute gern hergekommen, auch auf Ihre Einladung, lieber Herr Rössler, in Ihren Wahlkreis hier in diese schöne Stadt. Einmal mit Ihnen auch über die wirtschaftspolitischen Herausforderungen zu sprechen, vor denen wir in den nächsten Jahren stehen. Herr Brückner, Sie haben das schon beschrieben. Und ich will diese Beschreibung aus meiner Sicht ergänzen, um mein Lagebild sozusagen, wo wir in Europa, aber auch in Deutschland im Jahr 2019 stehen. Und ich will versuchen, Ihnen einmal den Blick nicht nur von außen, sondern auch den Blick aus der Zukunft heraus zurückzugeben auf das Jahr 2019. Stellen wir uns einen kurzen Augenblick vor. Wir hätten den übernächsten Landtagswahlkampf in Sachsen im Jahr 2029 und würden wir zurückblicken auf das Jahr 2019. Also in 10 Jahren zurückschauen auf die Zeit, in der wir jetzt heute zusammen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir feststellen werden, dass die Veränderungen, die in der gegenwärtigen Zeit stattfinden, viel fundamentaler sind, als wir sie selbst im Augenblick wahrnehmen. Wir sind Zeitzeugen einer geradezu epochalen Veränderung der politischen und ökonomischen Machtzentren der Welt. Europa verliert beständig an Einfluss und Bedeutung. Amerika nimmt seine Rolle als Weltordnungsmacht immer weiter zurück und wird sie auch nicht wieder spielen. Und China tritt mit einem bisher nicht gekannten politischen, ökonomischen und sogar militärischen Machtanspruch auf die Weltbühne. Dies sind tektonische Verschiebungen des gesamten Gefüges, an das wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten so sehr gewöhnt haben. Wir können heute nicht mehr von einer beliebigen Fortschreibung des Status quo aus der Vergangenheit heraus über die Gegenwart in die Zukunft ausgehen, so wie wir die letzten 30 Jahre, Sie hier in Sachsen, 70 Jahre wir in Westdeutschland erlebt haben. Wir werden in 10 Jahren spätestens feststellen, dass wir in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, Chancen bekommen haben, von denen ich nur hoffen will, dass wir sie auch nutzen. Ich will versuchen, dies anhand einiger Rahmenbedingungen zu begründen, warum ich dies so sehe und warum wir vielleicht ein besseres Gefühl entwickeln müssen für diese fundamentalen, ja epochalen Veränderungen, deren Zeitzeugen wir im Augenblick sind. Lassen Sie mich beginnen mit 2 Daten. Ich habe sie hier an dieser Stelle schon einmal in Erinnerung gerufen, ich will es wiederholen, aus dem Jahr 2016. Im Jahr 2016 gibt es 2 Daten, die ohne Zweifel in die Geschichtsbücher des 21. Jahrhunderts Einzug halten und die sozusagen als Beginn einer solchen Veränderung markiert werden. Das eine ist der 23. Juni, das andere ist der 8. November. Am 23. Juni entscheiden sich die Briten mit knapper Mehrheit, die Europäische Union zu verlassen. Und wir müssen davon ausgehen, dass dieser Volksentscheid am 31. Oktober 2019, also 3,5 Jahre später, dann auch wirklich vollzogen wird. Am 8. November wählt noch nicht einmal die Mehrheit der Amerikaner, wohl aber die Mehrheit der Staaten, Donald Trump zum 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Und um das Bild vollständig zu machen, im Oktober 2017 hält die Kommunistische Partei von China ihren 19. Parteitag ab und beschließt zum einen unter der Überschrift der Korruptionsbekämpfung die größte
Säuberungswelle, die es in den letzten Jahrzehnten in der Kommunistischen Partei von China gegeben hat, mit der Verfestigung des Machtanspruchs von Xi Jinping. Und gleichzeitig bringt sie endgültig mit insgesamt fast 1 Billion US-Dollar das Projekt Seidenstraße auf den Weg, an dem sich 65 Staaten entlang des Landweges und des Seeweges, der eine im Norden, der andere im Süden, enden jeweils in Europa beteiligen sollen. Meine Damen und Herren, diese drei Daten aus den drei großen politischen Räumen und Wirtschaftsräumen unserer gegenwärtigen Welt, Europa, Amerika und China, zeigen wie in einem Brennglas das, was zurzeit auf der Welt geschieht. Lassen Sie mich kurz mit Großbritannien und Europa beginnen und dann zu Amerika kommen und anschließend die große Herausforderung von China noch einmal zu beschreiben. Großbritannien hat sich im Lichte einer Entwicklung der Europäischen Union entschieden, Europa, diese Europäische Union zu verlassen, zu dem wir es nicht hätten kommen lassen dürfen, wenn wir die Hilferufe aus Großbritannien in den Jahren 2014 und 2015 hinreichend ernst genommen hätten. Ja, Cameron ist auf einer Welle des innerparteilichen Populismus zurück ins Amt gekommen und dies war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit für ihn, zurück ins Amt zu kommen. Aber gleichzeitig war das ein Hilferuf an die Europäische Union, bestimmte Entwicklungen nicht weiter voranschreiten zu lassen, bis hin zu den Sozialtransfers innerhalb der Europäischen Union, die schon damals in Großbritannien auf großen Widerstand großer Teile der Bevölkerung gestoßen sind. Wir hätten auf ihn hören sollen. Wir hätten das auch zu unserer eigenen Sache machen sollen, Europa nicht immer mehr zu einer Umverteilungsinstitution werden zu lassen und sehr viel stärker die Frage in den Vordergrund zu stellen, wie wettbewerbsfähig sind eigentlich die Volkswirtschaften Europas. Wir haben uns hier in Deutschland in einer relativ komfortablen Lage eingerichtet, weil wir nämlich über die letzten 10 Jahre praktisch einen ungebrochenen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt haben. Das unterscheidet uns aber von den meisten anderen europäischen Ländern, insbesondere von denen, die mit uns zusammen in der Währungsunion sind. Wir haben einseitig profitiert von einer Währungspolitik, die die Europäische Zentralbank gemacht hat und die in Wahrheit die Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland nicht unterstützt. Aber wir nutzen sie insbesondere zu komparativen Vorteilen mit unseren europäischen und außereuropäischen Wettbewerbern, dadurch, dass diese europäische Währung mittlerweile künstlich geschwächt worden ist und für die Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft eigentlich schon zu schwach ist, für die Leistungsfähigkeit fast aller anderen Volkswirtschaften innerhalb der Europäischen Union aber immer noch zu stark. Das hat zur Konsequenz, dass unsere Exportwirtschaft, und hier hat Trump recht, unsere Exportwirtschaft von dieser Währungspolitik überproportional profitiert. Dies hat aber auch zur Konsequenz, mit Verlaub, dies sage ich in dieser Offenheit hier auch bei der Vereinigung der Wirtschaftsverbände, dass die deutschen Unternehmen sich zu sehr darauf eingerichtet haben, dass die Währungspolitik ihnen zu diesen Wettbewerbsvorteilen verhilft. Die Innovationsfähigkeit, die Investitionstätigkeit der deutschen Wirtschaft ist im Ganzen, nicht in jedem Einzelfall, aber im Ganzen hinter den Notwendigkeiten zurückgeblieben, die wir eigentlich unter einem anderen Währungsregime gesehen hätten. Das können Sie an einer ganz einfachen Zahl ablesen. Die Investitionen in Deutschland sind in den letzten 10 Jahren im Jahresdurchschnitt fast immer niedriger gewesen als die Abschreibung. Die deutsche Industrie verbraucht zu viel Substanz und schafft zu wenig Neue. Die Entwicklung in den Vereinigten Staaten von Amerika hat nicht erst mit der Wahl von Trump begonnen. Trump ist nicht über Nacht gekommen und wird auch nicht über Tag wieder gehen. Und selbst wenn er im nächsten Jahr, wovon ich gegenwärtig nicht ausgehe, nicht wiedergewählt werden sollte, dann wird danach nicht alles wieder gut. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben sich über die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, kontinuierlich verändert. Die Wahrnehmung Amerikas von uns, häufig auf die Küsten begrenzt, zeichnet nicht das ganze Bild. Das Innere von Amerika, also die Staaten, die wir so leicht den Flyover States nennen, die inneren, die Industrieregionen,
die Teile Amerikas, die eigentlich die Industriesektoren ausgemacht haben, haben die Wahl von Trump ermöglicht. Und Trump war der vorläufige Höhepunkt einer gesellschaftspolitischen, industriepolitischen Entwicklung in den Vereinigten Staaten von Amerika, die ihren Abschluss noch längst nicht gefunden hat. Die offene Frage ist, ob allein die Tech-Unternehmen aus Amerika diese Volkswirtschaft auf Dauer am Leben erhalten oder ob nicht möglicherweise die sehr starke Abhängigkeit der amerikanischen Industrie von Zulieferern aus Niedriglohnländern wie bisher aus China so groß geworden ist, dass auch in Amerika auch ein Handelskonflikt erhebliche negative Folgen für das Land und für diese Volkswirtschaft hätte. Ja, meine Damen und Herren, dann China. Diese große, mittlerweile größte Volkswirtschaft der Welt ist nicht nur ökonomisch, sondern auch politisch und zunehmend militärisch eine der größten Herausforderungen für unsere Zeit. Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union wollten sich auf einem ihrer letzten Gipfel mit einer China-Strategie beschäftigen. Dieser Gipfel ist vollständig wieder absorbiert worden von den Fragen um den Austritt Großbritanniens und eines Brexits mit oder ohne Vertrag. Europa hat gegenüber China keine Strategie. China hat eine Strategie. Eine Strategie, die darauf ausgerichtet ist, insbesondere die Rohstoffräume zu sichern, den Zugang zu Märkten zu sichern und Abhängigkeiten zu vergrößern. 16 von 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben bereits Verträge oder Absichtserklärungen mit der chinesischen Staatsführung über die Nutzung des Projekts Seidenstraße unterschrieben. Vermutlich werden die meisten von Ihnen bis jetzt keine Gelegenheit gehabt haben, mal einen dieser Verträge zu lesen, die da von der chinesischen Staatsführung im Rahmen dieses Projektes vorgelegt werden. Diese Verträge sind sogenannte PDF-Dateien. Und Sie alle wissen, was PDF-Dateien ausmacht. Die können Sie nicht mehr ändern. Die sind fertig und ausgeschrieben. Das Einzige, was offen ist, ist die letzte Zeile unten rechts. Datum, Unterschrift. Und so haben mittlerweile nicht nur eine ganze Reihe von asiatischen Staaten, sondern auch europäische Staaten diese Verträge zumindest mit Absichtserklärungen unterschrieben. Die chinesische Staatsführung hat in diesen Verträgen sämtliche politischen Wohlverhaltensklauseln verankert, die sie gerne haben möchte. Sie verpflichten sich, mit der Unterschrift unter diese Verträge kein Wort zu Tibet zu sagen, die Ein-China-Politik nicht in Frage zu stellen, kein Wort zu Taiwan zu sagen, kein Wort zur Religionsfreiheit, zur Meinungsfreiheit, zur Wissenschaftsfreiheit, zur Freiheit des Zugangs zum Internet zu sagen. Sie unterwerfen sich mit diesen Verträgen sämtlichen politischen Ansprüchen der Staatsführung der Kommunistischen Partei. Meine Damen und Herren, das ist die Realität im Jahr 2019. Und wir Europäer, wir streiten um den gemeinsamen Weg und die gemeinsame Antwort. Aus meiner Sicht ist es deswegen an höchster Zeit, dass wir eine gemeinsame europäische Strategie entwickeln. Und das vergangene Wochenende in Biarritz hat gezeigt, wo die Herausforderung liegt. Nicht mehr G7 oder G8, vielleicht G6 oder gar G20 wird das 21. Jahrhundert bestimmen, sondern die schlichte Frage G2 oder G3. Werden Amerika und China allein die Welt von morgen bestimmen oder werden die Europäer den Anspruch an sich selbst haben und der Welt ihnen auch zeigen und einlösen, dass sie selbst auch dazugehören? Ich habe das hier zitiert, wiederhole es noch einmal, weil es so richtig ist. Henry Kissingers Wort gilt unverändert. Deutschland ist für die Welt zu klein und für Europa zu groß. So jedenfalls wird es von vielen unserer Nachbarn empfunden. Und der erste Teil des Satzes zumindest ist richtig. Dieses Land ist politisch und ökonomisch nicht in der Lage, eine globale Großmacht zu sein. Ich habe das selbst miterlebt, wie in völliger Verkennung der Möglichkeiten unseres Landes der frühere amerikanische Präsident Barack Obama nach der Wahl von Donald Trump in Berlin gesagt hat, du Angela musst jetzt the leader of the free world sein. Das kann ein deutscher Bundeskanzler, gleich wer es ist, niemals einlösen. Ein deutscher Bundeskanzler kann eine führende Rolle in Europa übernehmen. Kann Europa voranbringen, kann auch Führungsverantwortung in Europa übernehmen, aber er kann nicht der Führer der freien Welt sein. Was wir schaffen müssen, was Europa und Deutschland gemeinsam schaffen müssen,
eine Agenda für das 21. Jahrhundert zu schreiben. Der letzte große Erfolg der Europäischen Union war die Vollendung des europäischen Binnenmarktes am 01.01.1993. Das liegt mittlerweile fast 30 Jahre zurück. Die Vorarbeiten haben wir beide im Europäischen Parlament von 1989 bis 1990 an sehr eng begleitet und miterlebt. Schon die Währungsunion, meine Damen und Herren, spaltet Europa mehr, als dass sie eint. Wir sind uns innerhalb der Währungsunion um zentrale wirtschaftspolitische Fragen nicht einig. Es gibt keinen Konsens in dieser Europäischen Union um die Frage, ob wir etwa mehr auf der Angebotsseite der Wirtschaftspolitik oder mehr auf der Nachfrageseite der Wirtschaftspolitik die Lösung der Probleme herbeiführen sollten, die wir heute haben. Ich finde, wir müssen aus unserer Sicht sehr viel deutlicher und sehr viel klarer sagen, dass unsere Erfahrung in Deutschland ist, dass man nicht mit Ausgabenprogrammen und ausufernder Staatsverschuldung die Probleme einer Volkswirtschaft löst, sondern mit strikter Sparsamkeit und vor allem außenpolitisch und innenpolitisch abgesichert, ordnungspolitisch auf der Angebotsseite der Wirtschaftspolitik dafür sorgt, dass eine Volkswirtschaft wettbewerbsfähig ist. Die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft steht an allererster Stelle in der Tagesordnung aus meiner Sicht der nächsten Europäischen Kommission. Wirtschaft ist nicht alles, gibt es das schöne Wort von Karl Schiller, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts. Wenn diese Europäische Union wirtschaftspolitisch keinen Erfolg hat, dann wird sie auch außenpolitisch, innenpolitisch, sicherheitspolitisch keinen Erfolg haben können. Die Grundvoraussetzung dafür, dass das europäische Projekt gelingt, ist der Nachweis, dass wir zusammen in Europa mehr sind als nur die Summe der Teile. Wir müssen aus dieser europäischen Zusammenarbeit, aus dieser Europäischen Union, auch aus der Europäischen Währungsunion, mehr machen als nur die Verbindung zwischen einzelnen Staaten innerhalb Europas. Europa insgesamt hat ein Potenzial, was Innovation, Investitionen anbetrifft, das größer ist als die Summe seiner Mitgliedstaaten. Dies zu sagen und dies auf den Weg zu bringen, meine Damen und Herren, wird an Deutschland alleine nicht gelingen. Aber es wird ohne Deutschland ganz sicher gar nicht auf den Weg gebracht. Wir müssen in Europa Führungsverantwortung übernehmen. Das gilt für die Wirtschaftspolitik, das gilt für die Finanzpolitik, das gilt aber auch und gerade für die Außen- und Sicherheitspolitik. Täuschen wir uns auch da bitte nicht. Die Amerikaner werden ihre Sicherheitsgarantien aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts nicht erneuern. Sie werden uns, den Europäern, eine größere Verantwortung zur Absicherung unserer territorialen Integrität, zu der heute auch die Integrität unserer Datensysteme gehört, mindestens genauso wie die territoriale Integrität insgesamt, zuordnen, wie auch die Verantwortung für Konflikte, die in unserer unmittelbaren Peripherie stattfinden. Und wenn ich dieses Wort benutze, dann meine ich damit auch und gerade den gesamten arabischen Raum, insbesondere die große Krisenregion zwischen Saudi-Arabien, dem Irak und Iran. Dies findet vor unserer Haustür statt und nicht vor der Haustür Amerikas. Wir sind abhängig von Energielieferungen aus diesem Raum, nicht Amerika. Amerika ist heute vollständig unabhängig von Energielieferungen aus dem Ausland. Sie brauchen weder die arabische Welt, noch die OPEC, noch irgendeine Zulieferung aus Russland. Amerika ist energiepolitisch, technisch autark. Nicht zuletzt durch die Schieferölvorkommen, Schiefergasvorkommen. Alleine mit konventionellem Öl, konventionellem Gas, Kernenergie, regenerativen Energien. Der Mix in Amerika ist so, dass diese Volkswirtschaft, dieser Kontinent völlig unabhängig ist von jeder Energielieferung aus einer anderen Region der Welt. Wir sind es nicht. Wir leisten uns eine Energiepolitik, die die Abhängigkeiten vergrößert, statt sie zu verkleinern. Wir machen eine Energiepolitik, die nicht europakompatibel ist, die mit keinem unserer europäischen Nachbarn wirklich abgestimmt ist, die zum Teil genau das Gegenteil ist von dem, was unsere europäischen Nachbarn in der Energiepolitik für richtig und für notwendig halten. Die Energiepolitik ist aus meiner Sicht das zweite große Thema, das wir neben der Wirtschaftspolitik mit unseren europäischen Nachbarn viel enger abstimmen müssen. Wir werden dies nicht allein bewältigen. Und in diesem Zusammenhang gilt auch, die große Herausforderung, unabhängig davon, wie hoch der Anteil ist, der menschengemacht ist,
die große Herausforderung der Bewältigung des Klimawandels wird nicht allein nach deutschen Maßstäben gelingen. Selbst wenn wir in wenigen Jahren völlig klimaneutral sind, wird man dies in der Entwicklung des Klimas auf der Welt praktisch nicht merken. Mit 2,3% Beitrag zum CO2-Ausstoß auf dieser Welt ist Deutschland eine marginale Größe. Wir werden es auch nicht mit Verboten und mit höheren Steuern alleine lösen. Wir werden es nur lösen, wenn wir einen überproportionalen Beitrag unseres technologischen Know-hows geben, damit an anderer Stelle in der Welt diese große Herausforderung mit bestanden werden kann. Und meine Damen und Herren, damit bin ich bei der deutschen Innenpolitik, bei der deutschen Wirtschaftspolitik, bei der deutschen Finanz- und Sozialpolitik. Wenn man an einem solchen Tag wie heute hier durch Sachsen fährt, von Berlin kommt, gestern noch zu Hause in Nordrhein-Westfalen gewesen ist, wesentliche Teile des Landes in den letzten Wochen gesehen hat, bei traumhaft schönem Wetter, dann sei mir die Feststellung erlaubt, wir leben doch wohl in einem fantastischen Land. Dieses Land ist eines der schönsten, erfolgreichsten, besten Länder der Welt. Wenn das nicht so wäre, dann würden die Flüchtlingsströme in die andere Richtung gehen. Das hat schon seinen Grund, dass das alles so ist. Aber vielleicht können wir das auch mal wieder sagen, können wir ein bisschen stolz darauf sein. Ja, darf ich das im 30. Jahr des Falls der Mauer und im letzten Jahr vor dem großen Jubiläum im nächsten Jahr auch einmal sagen, bei allem, was noch nicht erreicht worden ist, in diesen 30 Jahren ist doch ungeheuer viel erreicht worden. Deutschland steht heute so gut da, auch der Osten Deutschlands steht heute so gut da, dass uns ein bisschen Stolz auf das Erreichte auch gut ansteht. Aber aus diesem Stolz heraus erwächst eine große Verantwortung. Ich will zum Schluss noch einmal sagen, wir müssen bereit und in der Lage sein, einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg Europas zu leisten. Und das heißt, dass wir neben Führungsverantwortung bereit sind, auch zu akzeptieren, dass mittlere und kleinere Länder auch einmal Recht haben können. Ich sage das hier an dieser Stelle. Warum arbeiten wir eigentlich mit Polen so wenig zusammen, politisch und auch ökonomisch? Warum nutzen wir Polen nicht auch langfristig zur Brücke für eine bessere Osteuropapolitik und vielleicht irgendwann auch wieder für eine konstruktive Russlandpolitik? Ich bin, damit das klar ist, in der Sache Sanktionen anderer Meinung. Trotzdem ist richtig, dass die Betroffenheit des Ostens in die Betrachtung dieses Themas mindestens genauso einbezogen werden muss wie die globalen politischen Rahmenbedingungen. Ostdeutschland ist betroffen von diesen Sanktionen. Westdeutschland, bei mir zu Hause, ich habe gestern Mittag eine Gelegenheit mit mehreren Unternehmern über dieses Thema zu sprechen, niemand ist davon in seinen Betrieben ernsthaft betroffen. Aber vielleicht brauchen wir auch hier strategische Geduld. Vielleicht müssen wir schon heute auf die Zeiten nach Putin schauen. Vielleicht müssen wir Wege eröffnen. In jedem Falle eines ist richtig. Eine dauerhafte politische, stabile Ordnung in Europa wird sich gegen Russland oder ohne Russland nicht errichten lassen. Russland muss Teil sein einer strategischen europäischen Politik zur dauerhaften politischen Stabilität dieses Kontinents. Ohne Russland oder gar gegen Russland wird uns das nicht gelingen. Und in diesem Zusammenhang, meine Damen und Herren, ist wichtig, dass wir Europäer uns selbst vergewissern und darüber im Klaren sind, was wir selber eigentlich wollen. Wenn die Alternative ist G2 oder G3, und Sie merken, dass ich hier ein nachhaltiges Plädoyer abgebe für die Eigenständigkeit, das Selbstbewusstsein der Europäer, dieser dritte Spieler auf der Weltbühne zu sein. Dann geht es auch darum, dass wir die Kraft besitzen, die Fähigkeit haben, diesen Partnern, die auch gleichzeitig Wettbewerber und Konkurrenten sind, auch einmal klar und deutlich zu widersprechen, wenn wir anderer Meinung sind. Das können wir aber auch nur zusammen. Und am Ende des Tages wird es nicht alleine um ökonomische Daten gehen, um vermeintliche, tatsächliche militärische Sicherheit. Es wird am Ende des Tages auch um die Frage gehen, welches Gesellschaftsmodell wir denn eigentlich in Europa für unsere Zukunft sehen. Nicht in erster Linie wirtschaftspolitisch, finanzpolitisch, sozialpolitisch, sondern in erster Linie um die Frage, schaffen wir es im 21. Jahrhundert, offene, liberale, freiheitliche Gesellschaften gegen den immer größer werdenden Druck
von autoritären politischen Systemen so zu verteidigen, dass unsere Kinder in 10 Jahren und unsere Enkelkinder in 20 und 30 Jahren auch aus der Rückschau dann sagen können, die haben damals alles getan, damit wir heute 2029, 30, 2040, 2050, und das ist schnell erreicht, dass wir heute in unserer Zeit noch genauso freiheitlich, genauso offen, genauso liberal leben und denken und arbeiten können, wie das diese Generation getan hat, der es ohne eigenes Zutun vergönnt war, in dieser Zeit heute zu leben. Das ist das, was aus meiner Sicht die wichtigste Aufgabe ist für unsere heutige Zeit, für unsere politische Generation, für diejenigen, die heute in der Verantwortung stehen und um die Zukunft Europas zutiefst besorgt sind. Wenn wir an dieser Aufgabe scheitern, dann sind die Erscheinungen, die wir heute im zersplitterten Parteiensystem erleben, nur ein Vorgeschmack auf das, was uns in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch bevorsteht. Die Fragilität unserer gesellschaftlichen Ordnung, die Anfechtbarkeit unseres politischen Systems, das Ausfransen an den Rändern rechts und links sind nur erste Vorboten einer Gesellschaft, die den inneren Zusammenhalt droht zu verlieren. Und darüber müssen wir uns auch in solchen Wahlkämpfen unterhalten. Das sind die Themen, die eigentlich die Zukunft bestimmen, und zwar weit über die nächste Wahl hinaus. Das sind die Zukunftsthemen für die Generation unserer Kinder und Enkelkinder. Und ich wünsche mir einfach, dass die CDU, wenn ich mir diese parteipolitische Bemerkung zum Schluss erlauben darf, genau diesen Kontext in ihrem Denken, in ihrem Handeln und in ihrem Reden wiederherstellt. Da geht es nicht in erster Linie um die Fragen einer steuerpolitischen Reform, so rum oder so rum, Bierdeckel klein oder groß, alles schön und wichtig, macht auch Spaß. Weil die entscheidende Frage ist, schaffen wir es, unsere offene und freiheitliche Gesellschaft gegen den Druck von außen und die Gegner von innen so standhaft zu verteidigen, dass wir sie erhalten und dass wir niemanden um Genehmigung fragen müssen, ob wir uns heute Abend in diesem Kreis treffen und offen und kontrovers diese Themen miteinander diskutieren. Das ist der eigentliche Wert unserer freiheitlichen und offenen Gesellschaft. Herzlichen Dank, dass Sie mir zugehört haben.